netten Leo. Und für dieses Positiv braucht es auch eine richtig starke Schulterin. Die andere stand mit Clara Poltering, die wurde Champions League-Siegerin im Mai mit Podgorica. Und jetzt zeigt sie direkt warum. Bärenstarke Reflexe der 32-Jährigen. Da steht dann von 1:1 zu vorne. Anja Althaus am Kreis mit der frühen Führung für das deutsche Team. Prima eingesetzt, Anja Althaus. Dann allerdings verlor das deutsche Team ein wenig den Faden und die Russinnen Gedanken schneller können davon ziehen. Xenia Makeva mit dem 7:2, zwischendurch das russische Team sogar mit 6 Toren vorne. Deutschland allerdings lässt sich nicht beeindrucken, kämpft sich zurück in die Partie mit Kerstin Wohlwold vom deutschen Meister, vom Thüringer HC mit dem 6:8. Deutschland also auf 2 Treffer wieder ran. Und das deutsche Team, das hat sogar die Gelegenheit, so zu dem Halbzeitpfiff noch weiter zu verkürzen. Anja Althaus mit der Balleroberung und dem schlechten Pass Richtung Kerstin Wohlwold. Sie bleibt aber im Ball. Wieder Althaus, Isabel Klein und Svenja Huber. Der muss rein, der muss sitzen, damit es weiter spannend bleibt. So geht es mit einem 2-Tore-Rückstand für Jakob Westergaards Truppe in die Halbzeit. Und dieser 2-Tore-Rückstand, der macht dem deutschen Team weiterhin zu schaffen. Aber sie probieren es. Susanne Müller mit dem 12:13. 7 Minuten gespielt im zweiten Durchgang. Das deutsche Team jetzt auf Augenhöhe mit dem vierfachen Handball-Weltmeister aus Russland. Und es kommt noch besser. Nadja Nadkorna, ja, 13 beide. Jetzt sind sie da. Jetzt schnuppern sie sogar am Sieg. Das deutsche Team ist nach schon mit 6 Toren zurück. Nach 39 Minuten wieder alles offen. 10 Minuten vor dem Ende, sogar die große Gelegenheit, aber Luisa Schulze vergibt sie. Das wäre das 19:18 gewesen, die erstmalige... Und 11 Tore hat sie markiert von 22 insgesamt, der bärenstarke Leistung. Das gehört dann aber wieder Luisa Schulze im Rest der 6. Feldspielerin. Doch bleibt bei 20:22. Natürlich bin ich nicht glücklich, dass wir 2 Tore verloren haben, aber es ist doch alles drin. Unsere Defensive hat gute Arbeit geleistet, aber natürlich müssen wir uns auch noch etwas für die russische Abwehr überlegen. Team ist performing. Trotzdem wissen wir, dass es nächste Woche letztendlich fast bei 0-0 wieder anfängt. Okay, man könnte jetzt sagen -2, aber ja, wir werden da ganz konzentriert rangehen und wirklich in jedem Fall kämpfen. Damit am Ende vielleicht auch nicht die Russinnen jubeln, sondern das deutsche Team im Dezember zur Weltmeisterschaft nach Dänemark fährt.